Womit fangen wir an? Du fängst an, das ist dein Video. Lass einfach spontan reden, ich habe jetzt keine Einleitung vorbereitet. Also. Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem Video auf meinem YouTube-Kanal mit dem bezaubernden Thomas Friebe. Ihr kennt und liebt ihn bereits von dem Podcast, eine meiner ersten Podcast-Folgen. Jetzt sind wir hier persönlich bei ihm vor Ort in seinem Studio und wollten mal so ein bisschen reden über das Thema Erfolg als Sprecher. Jetzt sitzen hier zwei Leute, die sehr erfolgreich sind als Sprecher, die damit im Grunde wirklich so einen Urknall verursacht haben, würde ich behaupten. Er, eine der bekanntesten Stimmen aus dem deutschen Fernsehen, bei mir eine der bekanntesten Stimmen bei Audible. Und das war natürlich nicht immer so. Ja, und genau darüber wollten wir mal so ein bisschen reden, wie es dazu kam. Und was du auch, Thomas, dazu sagst zu diesem ganzen Thema Erfolg, erfolgreich werden, gerade als Sprecher. Weil es ist ja auch so, dass die meisten Leute, die es versuchen, dort keinen Erfolg finden. Das stimmt. Ich fand es jetzt gerade ganz interessant, dass du Urknall gesagt hast. Hier ist kein besseres Wort. Bei dir war es wahrscheinlich wirklich ein Urknall, weil du bist ja die Hälfte meiner Jahre. Ich bin jetzt 53 und arbeite seit 25 Jahren als Sprecher. Also ich hatte ein bisschen länger Zeit. Länger als ich lebe. Genau, länger als du lebst, hatte ich ein bisschen Zeit, diesen Erfolg sozusagen auch zu generieren. Was ich toll bei dir finde, ist, dass es wirklich wie so ein Urknall war, dass du gesagt hast, ich will das machen und ich hänge mich dahinter und dann mache ich das. Und das finde ich schon toll, dass du damit auch so einen Erfolg hast. Und ich kenne ja auch ein bisschen die Zahlen und weiß einfach, dass das, dass das Hand und Fuß hat. Und bei mir war es so, um darauf zurückzukommen, ich habe mich irgendwann entschieden, ich will auch als Sprecher arbeiten. Ich hatte vorher verschiedene andere Sachen gemacht, eine journalistische Ausbildung. Mhm. Übrigens hatte ich in der journalistischen Ausbildung echt Mikrofonangst. Mhm. Erste Nachrichten hatten wir auch in deinem Podcast. Genau. Am Mikrofon. Was solltest du ansprechen? Irgendein Radiospot oder irgendwas? Nee, das waren die Nachrichten. Nachrichten live. Also es hatte immer überhaupt war kein Problem, wenn ich so in den Zwischentexten im Übungsstudio saß und meine Zwischentexte aufgenommen habe, aber wenn es dann live war, also das Rotlicht ging an, auf einmal so, ne? Und das war sicherlich schwierig, aber da rauszukommen und dann über die journalistische Ausbildung zu sprechen und dann habe ich auch als Produzent gearbeitet, aber irgendwann war halt der Punkt da, dass ich gesagt habe, okay, ich will als Sprecher Erfolg haben. Und habe dann auch zum Beispiel bei Facebook meinen Vornamen gegen Sprecher getauscht und habe halt dann nur Sprecher Jobs gemacht und nicht wie viele andere. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgskriterium. Es geht ja um Erfolgskriterien hier, danach hast du gefragt, dass man sich wirklich konzentriert auf das, was man will und sich als Sprecher dann auch im Markt etabliert, aber zuerst einmal dafür entscheidet, das zu tun. Und nur das zu tun. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Kollegen, die sind Sprecher, aber auch Journalisten, aber auch Moderatoren, aber auch Coach, aber auch. Mittlerweile bin ich auch Sprecher, Profisprecher und Coach, aber dass ich den Coach mache, das hatte nochmal eine andere Bewandtnis, weil ich schon im Sprechen so viel Erfolg hatte, dass ich andere Sachen machen konnte. Aber bis ich sozusagen eine der bekanntesten Stimmen im deutschen Fernsehen war, habe ich nichts anderes gemacht, sondern habe mich wirklich nur auf Sprechen konzentriert. Und diese Konzentration auf eine Sache ist, glaube ich, ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Du hast eben gesagt, quasi man muss das auch so zu so einer Identität machen, ja? Ja, im Grunde, ja. Die Vorstellungskraft, das ist immer wieder was ich mir, was so die Grundlage für jeden Erfolg ist. Stell es dir vor, wie du es haben willst. Mhm. Stell dir vor, wie du da sitzt. Stell dir vor, wie dein Tagesablauf ist. Stell dir vor, was du für einen Erfolg hast. Stell dir die Zahlen vor, die du auf dem Konto sehen willst. Ja. Stell dir vor, dass du als Sprecher erkannt wirst. So, das musst du richtig fühlen. Das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber das ist überhaupt nichts Esoterisches daran, weil das unterscheidet uns einfach von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten, dass wir diese Vorstellungskraft haben. Wir können uns Dinge vorstellen und das ist das zu verbinden mit einer klaren Zielvorstellung und dann das runterzubrechen wie so ein Engineering, nennt man das ja Reverse Engineering, das heißt, du hast das Ziel und dann überlegst du dir, welche Schritte muss ich dann erfüllen, um dahin zu kommen. Also rückwärts denken. Wenn ich
so und so arbeite, dann gehe ich rückwärts. Und ich kann nur sagen, eine wirkliche Schlüsselszene war, dass ich mich mit einem Freund, der damals war der Unternehmensberater, dass ich mich mit dem mal einen Tag zurückgezogen habe. Ich hatte damals ein kleines Büro und wir sind in so ein Konfi gegangen, hatten einen Flipchart und an diesem Flipchart haben wir dann einfach so ein bisschen was hingeschrieben und da stand dann für mich, ich will 350 Euro am Tag verdienen. Wenn du so weit weg gehst, dann sieht man mich gar nicht mehr. Perfekt. 350 Euro am Tag verdienen. Und das war für mich so, oh Gott, das ist weit weg. So, oh, das geht ja gar nicht. Und ich hatte mir überlegt, na okay, wenn ich dann das und das mache, dann muss ich jeden Tag so und so viele, ich hatte damals so relativ viele so Lokalspots gesprochen, muss ich ja jeden Tag 7 Lokalspots sprechen. Oh Mann, wie soll ich das hinkriegen? Mhm. Aber allein, dass diese Zahl da stand und dass ich mir vorgestellt habe, okay, ich will 350 am Tag machen, kam das viel, viel schneller, als ich mir vorgestellt habe. Einfach nur, weil du von, das... Ja, von anderen Sachen kamen auf einmal Dinge. Da kam vom TV was und plötzlich bist du einfach in einer Situation, wo du denkst, oh, ja, funktioniert. Nicht so, wie ich jetzt gedacht habe, das sind diese Schritte, diese einzelnen Spots muss ich sprechen. Natürlich habe ich dafür gesorgt, mehr Spots zu sprechen und habe mich dahinter geklemmt, aber plötzlich kommen von einer ganz anderen Seite auch Angebote. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebt habe. Die Vorstellungskraft ist auch schriftlich zu notieren, dir klar zu machen, was willst du und es dann wirklich Schritt für Schritt umzusetzen. Das war bei mir damals auch so. Also man muss erst mal im Kopf überhaupt das Ziel erreicht haben, bevor man es wirklich erreicht. Mhm. Ja. Erst ist man diese Person, muss ich quasi vorstellen, wie es ist, so zu sein. Und dann handelt man mit dieser Person, dann hat man das, was diese Person hat. Ich habe mir damals 2018 vorgestellt, 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Wir waren ja finanziell jetzt nicht so gut aufgestellt. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das wäre so krass. Und dann habe ich die 1.000 im August schon geschafft gehabt. Und 3,5 Ende des Jahres. Und das als kompletter Quereinsteiger. 2018, ich habe mein Abi gemacht und dann bin ich da rein. Und wenn du jetzt sowas hörst, du bist ja im Grunde auch, im Grunde kann man ja sagen, eigentlich so 25 Jahre schon da, hast du gesagt. Also du bist schon... eine Zeit lang am Markt. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das heißt, du hast auch die damaligen Jahre mitgekriegt, das waren ja noch die 90er mitunter, wo dann eben aufgenommen wurde, du hast vorhin auch ein bisschen drüber geredet, ne, wo dann angerufen wurde, dann hattest du deinen Session-Link mittlerweile, wie das ja so ist, wo du dann zugeschaltet wirst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, okay, da ist so ein Typ, der macht jetzt nach einem Jahr irgendwie einen Haufen Hörbücher oder nach 2 Jahren, wie hat sich für dich diese Sprecherwelt verändert, auch in dem Sinne, was man so erreichen kann? Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Bereiche und es gibt in jeder Welt, ob das im Verkauf ist oder im industriellen Bereich oder im Coaching, es gibt immer wieder, das ist so meine Erfahrung, so bestimmte Blasen, so Bubbles. So. Heute ist es ja so, dass wir bei Facebook oder sonst was immer nur auch mit den Informationen versorgt werden, weil wir bestimmte Sachen angucken, da sind so Algorithmen dahinter, aber früher gab es das noch nicht. Aber es gab immer eine bestimmte Gruppe von Sprechern, die über Musiktaxi aufgenommen hat. Ne? Das war früher das, was war Session-Link, ne? Das damalige Session-Link war Musiktaxi, das war eine Hardware und diese Hardware hatten halt auch viele Lokalradios und dann wurde über ISDN mit dem Musiktaxi aufgenommen. Und die haben dich wirklich angerufen, ne, hast du Zeit, jetzt ne, gleich einen Spot. Und dann musstest du praktisch vor diesem Ding schon sitzen. Wenn du im Supermarkt warst und sagtest, nee, ich kann erst in einer Viertelstunde, oh nee, dann ist schon, ich muss jetzt sofort. Ja, ja, ja. Und das ist halt etwas, das ist heute auch noch so. Viele Sprecher arbeiten halt so in dem Takt, vor der Box sitzen, angerufen werden, direkt zu machen. Genau. So, und das ist eine Entscheidung, das mitzumachen. Und sozusagen, ja, sich selber darin wiederzufinden oder zu sagen, nee, das will ich so nicht. Also ich möchte das selber bestimmen. Und irgendwann kommst du auch dahin und das ist dann wieder Teil der, was stellst du dir vor? Wie willst du es wirklich haben? Genau. Und diese, da gibt es so diese Musiktaxi-Sprechergruppe, nenne ich sie jetzt mal. Eine Session-Links-Sprechergruppe, würde man heute sagen. Dann gibt es Leute wie du, die in Audible unterwegs bist. Von zu Hause aus. Ne? Ja. Von zu Hause aus, ne? Genau. Ne? Von zu Hause aus mit kleinen Studios arbeiten. Also, ich kenne Leute, die aus dem
aus dem Wohnzimmerschrank arbeiten, so, ne? Weil sie ein kleines Mikro haben, jetzt zu Lockdown-Zeiten sich die Technik da zurecht gespielt hat. Haben dann viel gemacht, ja. Und haben gar nicht wenig Aufträge darüber gemacht. Ne? Es muss sich halt, natürlich ist wichtig, Qualität ist schon wichtig. Ich denke auch, eine vernünftige Ausbildung ist wichtig und dass du klar artikulierst und weißt, was ist richtig und wichtig und nicht richtig und wichtig. Genau. Aber auch das, muss ich sagen, verändert sich. Ich höre jetzt viel mehr Sachen, die früher gar nicht drin gewesen wären. So, das verändert sich und es ist immer der Kunde, der entscheidet. Ganz genau. Ja. Und wenn der Kunde ein Hörbuch gut findet von einem Sprecher, der jetzt nicht 26 Schauspielausbildungen hat und alles genau hinten spricht und so weiter und so fort, sondern von jemandem, der das lebt, dann ist das völlig in Ordnung. Dann finde ich das auch richtig, weil der Kunde entscheidet. Ja. Der Kunde und die Reviews entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Genau. So. Und das hat sich insofern verändert, glaube ich, dass es unterschiedliche Sprecher gibt, die unterschiedliche Sachen bedienen. Ne? Dann gibt es Audible, dann gibt es eine andere Plattform, dann gibt es die Leute, die so in den Sendern unterwegs sind, dann gibt es Sprecher, die vielleicht nur synchron machen. Es gibt eine ganze Reihe von Kollegen, die eigentlich nur synchron machen und damit voll ausgelastet sind, ja. Was wirklich ein anstrengender Job ist und wirklich gar nicht mal so krass bezahlt. Auch gar nicht mal so krass bezahlt, aber wenn du gut drin bist, dann kannst du schon dein Auskommen da haben. Ja. Dann gibt es Leute, die praktisch nur Werbung machen. Ich kenne auch einen Anwalt, der nebenbei spricht. Also es gibt alles Mögliche. Ja, mal Ärzte bei uns im Training. Ist das so? Die machen das nebenbei dann. Okay. Ja. Ja. Und das ist natürlich eine andere Welt und viele Sprecher, die so aus meiner Riege kommen, die jetzt das Geschäft so erlernt haben und das so kennengelernt haben und so denken, sie wissen, wie es funktioniert, die können sich sowas wie bei dir gar nicht vorstellen. So, wenn, und deshalb ist es, glaube ich, so, das hast du ja auch zum Teil erlebt, dass dich dann Leute haten oder so, oh, du kannst ja nichts. Normal. Und das ist nicht in Ordnung, finde ich, an der Stelle, weil viele, wenn du nicht weißt, was der andere macht und wenn du nicht weißt, dass er wirklich Leuten geholfen hat, und ich weiß ja von dir und ich kenne ja auch ein paar, denen du wirklich geholfen hast, da in Business zu kommen, dann können sich das viele nicht vorstellen. Das ist ja ein komplett neuer Bereich auch. Ja, eben, das glaube ich. Niemand hat vorher angefangen, sich bei Audible provisionsbasiert bezahlen zu lassen, mit Anteilen. Ja. Ja. Also, das war ja was komplett Neues. Das ist ja allein schon eine komplett neue Sache. Audible gibt es ja jetzt auch nicht seit 20 Jahren. Genau. Allein das Internet ist ja erst seit 20 Jahren so richtig am Start. Und ja, das ist einfach was komplett Neues. Ne? Das können sich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, viele nicht vorstellen. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die schauen sich hier die Videos an, die sind komplette Quereinsteiger. Ne? Die sehen jetzt uns, wir sind dann so Giganten für die. Und die können sich das gar nicht vorstellen, jemals auch nur einen Pfennig zu verdienen. Mhm. Ne? Was hast du solchen Leuten zu sagen, die mit dem Traum spielen, selber mal als Sprecher zu starten, sich das aber gar nicht vorstellen können, ob sie geeignet sind oder ob sie das hinkriegen, ob sie da wirklich drin Geld verdienen, ob das wirklich geht? Weil der Sprecherjob, ganz ehrlich, das klingt wie ein Traum. Das ist ja ist ein Traum. Ja, das ist ein Traum. Ja, ist es. Es ist ein unglaublich schöner Job. Aber wie kannst du solchen Leuten Mut machen? Ich denke, ich bekomme ja auch immer wieder Anfragen. So, ne? Ich habe so eine schöne Stimme und mir wird immer wieder gesagt, dass Oma und Opa und dieser oder jener, manchmal kriege ich auch solche Anrufe, Herr Friebe, sagen Sie mal, ich habe so eine wahnsinnig gute Stimme, das wird mir immer wieder gesagt. Das haben wir auch. Ja. Was soll ich denn tun? Und der erste Schritt ist im Endeffekt, zu jemandem zu gehen, der das analysieren kann. Also der eine Ahnung hat und der das analysieren kann. Und ich empfehle meistens jemanden, einen Sprecherzieher, der einfach mal drauf schaut und so einen Status Quo abgibt. Das kostet nicht viel, da geht man einfach hin und lässt sich mal einfach so checken, wie ist meine Stimme, könnten Sie sich vorstellen, dass ich damit was mache? Und dann würde ich mir jemanden suchen, der mir, wenn das so okay ist, ne, manchmal gibt es ja wirklich dann auch eine Herausforderung, ein S oder Sprechfehler, sonst was, dass man daran arbeitet, aber die grundsätzliche Sache sollte irgendwie da sein. Und dann würde ich immer empfehlen, eine phonetische Ausbildung, also so eine Grundausbildung, wie werden Vokale richtig gebildet, wie muss ich atmen, ne? Wie wird gesprochen, die Stütze und so, ne? Das Ganze, was man so aus der Schauspiel,
Ecke kennt. Ne? Schauspieler haben das meistens in den Schauspielausbildungen schon erlebt, aber jemand, der quer einsteigt, für den ist es neu. Mhm. Und das würde ich immer empfehlen. Und dann würde ich mir jemanden suchen, der es schon gemacht hat und der nachweislich Zahlen zeigen kann. Der nachweislich den, ja, den, der den Beweis erbracht hat, dass er damit Geld verdient hat. Und das, dem würde ich folgen und würde andere fragen, die bei ihm im Training waren, ob das so funktioniert. Insofern, das ist das, was ich den Leuten empfehlen würde. Und das, ne, das kann dann ein Patrick Hatrau sein, der sowas anbietet. Das kann vielleicht irgendwo jemand anderer sein, der es nachweist, dass er damit Geld verdient hat. So, das ist das Wichtigste für mich. Alles andere ist eigentlich Quatsch. So, ich bilde jetzt keine Sprecher aus. Könnte ich mir ja mal überlegen. Aber wenn du Angst hast, vor dem Mikrofon zu sprechen, ja, und wenn du Angst hast, irgendwie auf die Bühne zu gehen, dann kann ich der Thomas dabei unterstützen. Denn wie er vorhin nämlich schon gesagt hatte, auch er hatte am Anfang ziemlich Schiss, kann man sagen, vor dem Mikrofon. Ne? Das Licht geht an und er muss sprechen und das war ganz, ganz schlimm. Aber er hat gelernt, damit umzugehen, coacht mittlerweile Geschäftsführer, Menschen, die viel am Präsentieren sind, viel am Sprechen sind darin, wie sie eben professionell präsentieren, sprechen und dieses Lampenfieber überwinden, um jetzt auch mal so ein bisschen die Werbung zurückzugeben. Genau. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch beim Thomas und ansonsten, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und wir haben jetzt beide noch weitere Termine, deswegen schön, dass du eingeschaltet hast. Schau beim Thomas auf der Seite vorbei. Wo kann man dich erwischen? thomasfriebe.com. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Also Leute, und wenn du Lust hast, als Sprecher zu starten und selber mal die ersten Hörbücher, die ersten Werbungen einzusprechen, dann geh auf www.goldenvoiceacademy.de, trag dich ein zum kostenlosen Beratungsgespräch, wo wir dir dann eben erklären, wie du als Sprecher hier Schritt für Schritt eben anfangen kannst. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Aufnahme gleich. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg, nehmen noch ein weiteres Interview auf mit dem Thomas Lüttke. Das kannst du dir auch anschauen, werde ich bestimmt hier irgendwo verlinken, wenn ich weiß, wie das geht. Wahrscheinlich irgendwo, ne? Ja, ja. Hier vorne, da hinten in der Ecke. Gut, in dem Sinne, bis dahin. Thomas, vielen lieben Dank. Patrick. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.